Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen zu einer weiteren Folge Age of Empires 2, der aktuelle DLC Victors and Vanquished in Mission Nummer 8 mit dem großen Otto. Ja, es läuft soweit sehr gut. Wir haben in der letzten Folge die Ungarn ausgeschalten und haben hier jetzt Italien bekommen. Dieses wirtschaftliche Potenzial, das jetzt da ist, müssen wir auf jeden Fall nutzen. Hey, ja? Denn die Treue unserer Vasallen hat sich jetzt verringert. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Ja, Lotharingien. So, ja. Otto geht mal scouten. Haben wir noch irgendwo hier Verstärkung entsandt? Ja, hier ist die gesamte Armee unserer Vasallen, die wir jetzt loslassen können auf die Wikinger. Heiße? Aber zuvor werden wir das noch kurz erkunden, dieses Gebiet. Ja, dass ich soll. Heiße? Du kassierst die Reliquien ein. Hey, ja? Also man muss ja sagen, Rom haben sie da schon einer sehr stimmig eurer Vasallen gemacht. Einer steht kurz vor der Rebellion. Ja. Haben sie echt gut hinbekommen. So ein bisschen als verfallene Stadt mit Ruinen, Tempeln von früher und sowas. Ja. Ist gut geworden. Auf jeden Fall. Heiße? Holzer? Bereite. Ja? Bereite. Hey, ja? Hier geht's zum Gold irgendwo dazu. Buvere. Heiße? Das war. Das war. Buvere. Ja? Du baust ebenfalls ein Feldi. Buvere. Ja. Und du baust ebenfalls ein Feldi. Buvere. So, rein da. Ja, ich soll. Ja. Jetzt wird's natürlich noch leichter. Lotharingieren, ich seh's. Ja. Irgendwo war noch eine Reliquie. Irgendwo war noch eine. Oder? Hab mich doch nicht verschaut, oder? Nee. Der Leiter. Gut. Die Armee marschiert wieder. Ja. Leute. Zeit, Wikinger zu dreschen. Bereit, ja. Und noch ein paar Paladine zu organisieren. Prächtig, prächtig. Ja, wir haben nur Bevölkerungsplatz. Alles gut soweit. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Jo. So, jetzt nochmal ganz akribisch suchen. Ich meine, ich hätte hier irgendwo noch eine zweite Reliquie gesehen. Aber scheinbar doch nicht. Okay. Aber zumindest die eine ist schon gut. Die zu haben. Los, Kavallerist. Heroischer, epischer Kavallerist.
befestigter Palisadenwall. Spannend. Einer eurer Vasallen steht kurz. Franke, 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 Franke. Vor der Rebellion. Ja, Rete. Bailen. Hey, ja, dies war. Grite. Lotharingien. Ein bisschen müssen wir noch durchhalten, aber wir können es uns leisten, dieses Spiel mit den Ressourcen weiterzuführen. Kannst du ja? Irgendwas, Adelheid? Grete. Dass ich soll. Du kannst nur Grete, alles klar. Danke für die Info, Grete. Grete. Heiße? Ja. Tralala, tralala. Ja, und dann werden wir gleich mit den Paladinen einfach reinspülen. Kannst du die Hellratte irgendwie verbessern? Okay, kannst du nicht. Ja, dann noch schwieriger zu bekehren. Bereite, dass ich soll. Draußen donnert es gerade. Unwetter und so. Höre ich bis in meine Aufnahme und bis in meine Kopfhörer rein. Pfui, Oida. Ach Gott, die treuen Bayern. Mit denen haben wir jetzt mehr Loyalität als zum Start. Beim Start waren sie ja 75. Aber hier in diesem Szenario bislang sind die uns erstaunlich treu eigentlich. Erstaunlich treu. Kommt, jeweils noch einen. Und dann legen wir auch schon los. Ich glaube nicht, dass die Wikinger... Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Ich will's mal nicht verschreien. Ich verschrei's mal nicht. Hey ja. Bei den Verwundeten. Nur irgendeiner, der kurz vorm Exitus steht. Bereite. Der da oben. Ja. Franken, Franken. Franks. Und da beginnt auch schon der Regen. Und das ist ziemlich laut. Na gut, wir speichern an dieser Stelle. Und dann gehen wir es einfach mal an. Wikinger dreschen und so, ne? Die Türme. Wir schauen ins Zentrum der fiesen Wikinger Stadt. Heise. Buvere. Heise. Buvere. Buvere. Yeah. Ab geht's. Wikinger zieh. Heise. Otto, du spielst mit dieses Mal.
Ja, aber man muss echt schon sagen, dieser Neustart hat sich voll ausgezahlt. Aber wirklich voll. Spieltempo wieder normal. Einer eurer Vasallen steht kurz vor. Wow. Dieser Neustart hat sich auf jeden Fall voll ausgezahlt. Rebellion. Denn wenn wir das weiter probiert hätten, im ersten Versuch war Bayern ja auch kurz vor dem Exitus. Da haben die Ungarn einfach die Bayern weggemacht. Und das, ja, kann natürlich ebenfalls nix. Das kann natürlich einfach nix. Ja. So, Otto. Pace? Wir schauen, was die da noch so haben. Bereite. Ein bisschen mehr als das werden sie aber hoffentlich doch noch haben. Irgendwo wird ja doch noch was sein, oder? Dorfbewohner. Ja. Streetet. Dorfbewohner. Streetet sie. Naja, natürlich Marine. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der... So, kurzen Stopp an dieser Stelle. So, und wieder da. Ich habe kurz noch die Terrassentür geschlossen bei mir. Denn man hört den Regen gerade recht laut rein. Also falls man es auf der Aufnahme hört, Entschuldigung dafür. Ich habe nämlich so eine Plastikabdeckung über der Terrasse bei mir und wenn es regnet, hört man den Regen dann da drauf trommeln. Und die ist teilweise relativ laut. So, irgendwo werden die Wikinger vermutlich noch was haben, ne? Schätze mal die 4, ne? Denke ich mal. Die Frage ist nur, okay, du kommst einmal hier rauf und baust einmal einen Hafen. Was passiert eigentlich, wenn ich ihm, wenn ich ihm sage, er soll hier angreifen? Dann ruckelt das Spiel. Pace? Kann man eigentlich verbündete Einheiten in seine eigenen Transportschiffe einquartieren? Fragezeichen. Ich frag für einen Freund. Zerstört sein Militär, um ihn... Franke, was ist mit du? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Zurechtzuweisen. Das habe ich jetzt nicht gesehen, leider. Ach Gott. Ja, der Leiter. Was ist das? Sasa. Okay, ich glaube, wir brauchen ein bisschen nach. Hey! Bereite? Ja. Das ist der Arsch. Dieser Arsch. Undankbarer Arsch. Heiße? Undankbarer Saftsack. Macht sie weg. Wo? Die Dorfbewohnerin hat es vermutlich nicht überstanden, kann das sein? Ja, Gabure. Aha. Oh ja, wir brauchen definitiv. Wir brauchen definitiv.
Ach Gott, jetzt fängt das Bekehren an. Das war so eine schöne Mission, ohne dieses dauernde Wululu. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebell. Mehr Lothringien. Ja? Komm her, Lothringien. Jo, wann auch immer sein Militär als besiegt zählt, ne? Ach Gott. Ja. Das war gerade ein heftiges Donnergrollen. Ich meine, das hat man gehört in der Aufnahme, Entschuldigung. Mhm. Ah, er bekehrt die... Okay. Ja, bitte sehr. Wenn du das möchtest, dann... Ach Gott, und Lotharingien, geh mir nicht auf die Nüsse. So, spuck mal aus da. Ja. Ordentlich was? Over. Sonst ist halt nur die Frage, ob sonst noch irgendwo was ist. Hier hinten oder so. Weil ansonsten können wir unsere Verbündeten dann eigentlich nicht mehr gebrauchen. Das mit dieser Insel werden wir vermutlich selbst machen müssen. Schätze ich mal. Ihr bleibt mal da, sicherheitshalber. Leben die Mönche noch? Fragezeichen. Oh. Hey, ja? Gabure, das war. Du wäre. Ja, auf jeden Fall ein paar Schiffe, bevor wir uns da ordentlich einmischen. Ja, und die sollen da ruhig ihren Tanz weiter aufführen. Ist völlig in Ordnung. Ja, vielleicht noch ein paar berittene Bogenschützen und so. So, wir brauchen eine gute Flotte, wenn ich mir das so anschaue, was da hier so herumschwirrt. Wow. Okay. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der... So, und wieder da. Draußen haben sich gerade die Schleusen des Himmels geöffnet. Wusch. Einfach nur wusch. Das hat man jetzt fantastisch gehört. Und hört es vermutlich jetzt noch. Aber das macht nichts. Aber das macht nichts, wir kriegen das auch so hin. Ja, amüsiert euch mal ein bisschen, Leute. Macht euch nützlich. Ja, langsam wird's ÖH. Bayern hat noch ein bisschen Luft. Aber sonst müssen wir Bayern auch bald bezahlen. So. Noch einmal zwei Transportschiffe. Unser Flusshafen macht die Technologie, dass wir mehr Einheiten raufbringen. Ja, und dann legen wir mal los.
würde ich sagen. Ach Gott. Lotharingien, du nicht. Wobei wir uns natürlich in die Richtung. Ja, nicht ganz. Wir haben eigentlich schon uns ein bisschen overgechoppt. Du sperrst hier ab. Hallöle. Die Teutonen sind da. Teutonische Galeonen. Geht's einfach mal da runter. Dann könnt's eigentlich meinetwegen rebellieren, Leute. Ja. So, Wikinger-Marine bekämpfen. Da geht er los, der Spaß. Galeonen. 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 Ah, die Galeone war dieses Maß von Sprit, ne? Dieses amerikanische Treibstoffmaß. Ein amerikanisches Treibstoffmaß. Hier kommt's mit. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Jo. Lotharingien. Ich möchte nicht wissen, was ich. Na gut, das kann man sich ja ansehen. Es gibt ja die Wertung dann, wie viel Tribut man bezahlt hat. Ja. Okay, vielleicht machen wir das am besten ein bisschen anders und nehmen die Truppen hier oben auf. Weil aus Gründen. Ne? Einfach aus Gründen. Einfach nur aus Gründen. Wie gesagt, sorry für das Hintergrundgedonnere. Das ist der Regen, der auf der Plastikdach von meiner Terrasse herumtrommelt. Und das ist halt Luftlinie circa einen Meter neben mir. Also genau links neben mir ist gleich die Hauswand. Und direkt dahinter trommelt der Regen auf meiner Dachterrasse, auf meiner Terrasse. Dachterrasse, Gott. So reich sind wir dann auch nicht bei gefunden Games, dass wir uns eine Dachterrasse leisten könnten. Ne? Bereite? Noch nicht. Noch nicht. Ach jo. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Lotharingien, was machst du für Müll? Sammelt euch irgendwo am letzten Eck der Welt. Bayern, ich bin schwer enttäuscht von euch. Aber echt schwerstens. Alter. Es wird gerade wieder stärker. Und weiter geht's. Im Land der Regengüsse und so, ne? Ip-di-di-di-di. So,
So. Gehen wir es an. Veranda. Wir warten eventuell noch ein Transportschiff ab. Und dann müssen wir halt zweimal übersetzen. Ein Vasall rebelliert. Zerstört sein Militär, um ihn wieder zurechtzuweisen. Ach Gott. Bären. Ey, ist das fies. Nein, das mache ich nicht. Das mache ich so nicht. Das machen wir so nicht. Last Auto Save. 18:02. Es ist 17:03. Lotharingien, schaust du mal nicht hin, schon geht alles den Bach runter. So, wir müssen das ein bisschen anders machen, ein bisschen schneller. Nämlich indem wir zuerst einmal die Paladine rüberbringen. Oder zumindest einen Teil der Paladine. Denn wie sagt man so schön, wir können eigentlich nicht mehr warten. Können wir nicht. Bereite, ouvert. Hey, ja? Hey, Sir. Okay. Na, schau, wer dann dein Beratzer ist, der liebe Bayern. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Ich hab's befürchtet. Dass genau das passiert, dass die da warten. Abfahrt. Ran. Ab geht's. Ja, hauptsächlich es regnet und die Sonne scheint. Echt spannend gerade. Echt spannend. Voll spannend, Alter. Passt trotzdem mal noch ein Sportschiff, vielleicht brauchen wir es noch. Und ran da. Lotharingien kriegt wieder was, weil es ja so schön ist. Weil es ja so schön ist. Hoffentlich ist das Norwegen auch noch auf der Karte drauf. Sonst wird das ein bisschen eine zache Angelegenheit. Ich glaube, Norwegen ist einer auf der Karte eurer drauf. Vasallen steht kurz vor der Oh ja. Ja gut, wenn ich mir das so ansehe, dann wir brauchen euch hier drüben. Rein da. Und abladen. Abladen, abladen. Ey, nicht umdrehen, abladen. Abladen, 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 abladen.
Habe ich nicht gesagt, nur ein Transportschiff? Ja, hatte ich doch gesagt. Turm wegmachen. Und landen. Alle auslammen. Und ab geht's. Ja, die Tributwertung wird interessant. Aber sowas von. Hier geblieben. Auf den Turm. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Ja, 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 ja. Hey, ja. Wo wäre? Heiße? Ein bisschen. Ey. Wo wäre? Bereite. Holzer. Bereite. Ein bisschen mehr wäre nicht schlecht. Holzer. Ach Gott. Ja? Heftiges Gewusel. Ah, jetzt haben wir 4. Okay, passt. Du nimmst die 2 noch auf. Egler, die fahren wieder selbstbewusst aneinander vorbei und da sind die Wikinger weg. Jawollo. Haben wir es jetzt gewinnt? Ja! Fantastisch, dann war das eigentlich doch nicht so eine lange Mission. Ich dachte schon von den Startbedingungen her, dass wir da wieder 7 Folgen oder sowas dran verbringen könnten. Aber jetzt ist es mit dem Neustart sogar in 4 Folgen erledigt. Also, ja, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Na gut, dann schauen wir, was das Outro sagt. 953 wurde Ottos Reich von einer Rebellion erschüttert, angeführt von seinem eigenen Sohn. 2 Jahre später hatte er die rebellischen Herzöge bezwungen. Auf dem Lechfeld besiegte er eine magyarische Armee, was ihre Invasionen beendete. Die deutschen Soldaten ernannten ihren König zum Kaiser. 7 Jahre später wurde Otto offiziell vom Papst gekrönt, der erste Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Doch Otto war nicht nur ein militärischer Anführer. Während seiner Herrschaft und der seines Sohnes und Enkels blühte das Reich in Kunst, Wissenschaft und Bildung auf. Eine kurze Blütezeit, inspiriert von Erinnerungen an das Römische Reich und das Reich Karls des Großen. Charlie. Mission 3 lässt grüßen. Ne? Okay. Zur Karte. Naja, das war jetzt einfach das Dorfzentrum. Okay, hier die Wänden, wie man es auch dreht und wendet. Hier Norditalien mit Rom. Und hier der Westfranze, der eigentlich schön gechillt unterwegs war und sich nicht eingemischt hat. Haben wir gut hinbekommen. Tja. Erkunden lohnt sich, ne? Es soll hier scheinbar Großbritannien sein. Dann hätten wir uns hier schönes... Ja, da wäre sicher noch was Interessantes passiert. Auf jeden Fall hätten wir hier eine weitere Basis dann gehabt, die für Ressourcenproduktion, die relativ abgeschieden ist. Und wo sie einfach nicht viel tut. Ganz ehrlich. Naja. Okay. Fantastisch, fantastisch. Okay, dann geht's beim nächsten Mal weiter mit Mission Nummer 9. 936 und das nächste ist jetzt 985. Seldschuk, die Tartaren. So ist Tatar und so, ne? Aber was Seldschuk für Abenteuer bereithalten wird, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn ihr wieder einschalten mögt, nur hier auf Gfunden Games. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage Grüß euch und
Tüdelü.